27th of September, 1864. This place looks exactly like on the day I left it. So many years have passed away. Only the overwhelming silence helps me distinguish past from present. Maybe the best would be not to think about it. I better check if everything is in its own place. It is getting late. I should find some candles to light up while there's still some light. What? They told me that it would be a good idea to start writing down everything. So be it. They know better than I do. Ja, Chapter 2. Toll, und es ist zappenduster. Ich sehe gar nichts. Eine Blume. Toll. Ah, nein. Ich mag nicht im Dunkeln. Mach mal hier Licht. Oh, na toll. Na toll. Mach hier mal Licht. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr jetzt seht. Ich mach das weg. Ich hasse das, wenn es so dunkel ist. Okay. Das ist einfach nur voll mit Büchern. Was ist denn das? Moment. Ne, will ich nicht. Aber wir haben nochmal Streichhölzer. Das brauche ich auch nicht. Oh, und so eine hässliche Engelsfigur hier natürlich. Na, klasse. Na, klasse. Da ist nochmal Streichhölzer auch sehr schön. Was liegt da? Was ist das? Nix. Da ist noch was. Geh mal runter. Was ist denn das da? Das da? Weiß nicht, was das war, aber wir haben es genommen. Oh, es ist hier echt verfickt dunkel, ne? Ah, da ist noch eine Kerze. Mach die mal an. Kannst du nicht den Kamin irgendwie? Da war doch vorhin ein Kamin. Oha, Tisch. Aua, Stuhl. Machen wir hier auf. Das nimmst du, das eine alte Laterne. Ja, die könnte tatsächlich sehr nützlich sein. Das schauen wir uns an. Mein Vater und sein Assistent. Okay, einmal rotieren. Oh, da steht was. Control to raise the lamp on matches, okay. Wir lesen aber lieber... Nein, ich wollte den Text lesen. Manu. Rotate mal noch. Ach so. Toll. Schmeiß das mal dahin. Was liegt da? Kannst du auch weghauen. Ich habe jetzt Angst, dass uns das Licht ausgeht. Oh, was ist eine Kerze? Die können wir nicht nehmen? Wollen wir mich verarschen? Können wir die hier reinstecken? Ich lege sie mal dahin. To move heavy object. Warum sollte ich denn jetzt irgendwas bewegen wollen? Ich will nichts bewegen. Ich will Licht. Oh Gott, es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Okay. Mir jetzt egal. Moment. Oh Gott, ey. Ist das verbarrikadiert? Ja, toll. Ja, ganz großes Kino hier. Wirklich ganz großes Kino. Mami. Ah, da ist noch eine Kerze. Mach die an. Ich muss wahrscheinlich irgendwas finden. Um das nächste zu triggern. Was ist denn das? Oh, so ein Scheiß. Nee, brauche ich nicht. Hier ist noch eine Uhr. Mach die einmal bitte an. Hört auf. Ich hab Angst. Kann das mal aufhören, bitte? Scheiße. Wie lange brennen die Kerzen? Ich hoffe, die brennen ganz lange. Nee, das habe ich mir ja schon angeguckt. Na, die Fenster lassen wir mal zu. Warum sollte ich denn das Ding bewegen wollen? Uah. Ich hab Angst. Ach so, um da durchzukommen. Okay. So. Kerzen? Kerzen vielleicht? Kerzen? Da ist eine Kerze. Die machen wir mal an. Da ist nochmal Streichhölzer. Das ist gut. Boah, ist das zappenduster. Ja, ganz ehrlich, ich gehe einfach ins Bett und tu so, als hätte ich nichts mitgekriegt. Und das ist ja alles in bester Ordnung. Lad hier nicht noch durch Hohes. Echt nicht. Okay. Runter, runter, komm, runter, komm, runter, komm. Ich habe jetzt schon Angst. Oh Gott, ich will das doch nicht alles rotieren. Das brauchen wir. Okay, also sein Vater hat das Ding gekauft. Wir rotaten mal noch ein bisschen. Okay, also John hat 200 extra genommen, weil sein Vater genau wusste, was in der Erde ist. Und er hat viel Kohle gemacht. Kannst du wieder da hinschmeißen. Ja, kannst du alle hinlegen. Das ist ein bisschen der Nachteil daran, wenn man alles anfassen kann. Man fasst dann Dinge an, die eigentlich völlig sinnlos sind und die man gar nicht braucht. Und übersieht dadurch leichter Wesentliches. Geh mal in die Hocke. Was ist denn das? Achso, nehmen wir. Wir könnten jetzt natürlich diese komische Lampe anmachen, aber ich habe die Befürchtung, dass wir die noch brauchen werden. Ah, gut. Da ist keine Lampe. Ich glaube wirklich, dass wir die früher oder später hier noch sehr gut gebrauchen können. Oh, was ist das? Ein Regenschirm. Toll. Gehen wir dahin. Auch das ist nichts Wichtiges. Komisches Bild. Das will ich gar nicht sehen. Das ist auch nur irgendein Buch. Und da ist nichts. Okay. Es ist verfickt dunkel. Wow. Kerze? Ja. Mach mal bitte an. Sehr schön. Oh Gott! The hell was that? Oh mein Gott! I think it came from upstairs. Oh mein Gott! Nein. Oh mein Gott. Was ist das? Ach, ja, jetzt wegte mal. Oh Mann, ey. Okay, ja, also, oh Gott. Mir völlig Latte, er wollte mal rauchen und dann hat sein Vater ihn gezwungen, ganz viel zu rauchen und eine Zigarre zu rauchen und dann ging es mir schlecht, okay. Also auch nichts. Ach komm, ey. I think it came from upstairs. Ja, was machen wir? Wir latschen nach oben. Natürlich. Ja. Oh Gott, ich will da nicht hochgehen. Boah, scheiße. Moment, wie mache ich die Lampe gleich nochmal an? Draft. I thought that this window had been fixed. What? Mach mal zu hier wieder. Oh Gottes Willen, meine. Hey, who's there? Are you lost? Who the fuck is that? Mommy. Was ist denn jetzt von mir? Wer bist du und was willst du und geh weg und Mann, Fenster bleibt doch mal zu, bitte. Der steht da einfach nur. Scheiße. Boah, ich war so tief entspannt in diesem ersten Kapitel. Ich habe glatt vergessen, dass es ein Horrorspiel ist. Was soll ich denn jetzt machen? Was wissen wir von mir? Vielleicht sollte ich hingehen und mit ihm reden. Geht's noch? Warum soll ich denn jetzt mit ihm reden? Steht er immer noch da? Der will ja jetzt nicht wirklich, dass ich hier rausgehe, oder? Offensichtlich will er das. Doch, ich sollte mit ihm reden. Ja gut. Komm her, du unheimlicher Mann. Ich mach mal die Türe auf, damit du auch reinkommst. La la la, oh, er ist weg. Hello? What? Anybody? Hope it didn't fall down that well. God, what a day. I better check the area. Nein! Scheiß auf die Area. Oh Gott. Oh Gott. Warum sollte ich jetzt rennen müssen? Was ist denn das hier? Da ist eine Tür. Oh Gott. Mach das mal wieder aus, weil du hast ja hier ein bisschen Licht zumindest. Pack mal die Dinger weg. Oh Gott. Oh Gott. Hier kommen wir noch nicht durch. Toll. Oh, ich habe mich festgepackt. Nein, habe ich nicht. Gut. Pack das Ding mal auch mal weg. So. Oh Gott. Gruseliger Mann. Was machen wir? Wir latschen natürlich nach draußen, um mal zu gucken. Total bescheuert. Echt total bescheuert. Mein Gott, jetzt kann das Ding mal weg hier. Noch ein Stück. So. Und dann das Brett weg. So. Und das Brett noch ein Stück weg. So. Okay. Jetzt. Hier ist also dunkel. Mach nochmal an, bitte. Ah, Kerze. 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 So. Was ist das? Ja, nehmen wir. Wir nehmen auch nochmal Streichhölzer mit, das ist ganz gut. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ja, weiß ich nicht. Will ich ja gar nicht wissen. Oh Gott, ey. Okay, das Verbrechen hat die Bevölkerung schockiert. John Norton ist schon ein paar Wochen vermisst worden. Und es war außergewöhnlich brutal. Durchgeschnittene Kehle. Oh. Lange Zeit Folter. Yippie! Na, da kommt doch Freude auf. Was möchte ich tun? Ich möchte das Ganze natürlich untersuchen. So, das nehmen wir mit. Hallo? Screw it, I better go back home. This guy gives me the creeps. Ja. Lies die Notizen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte blitzen. So. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Holy crap. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich war so... Der hat... Ey, der hat hier alles durcheinander gebracht. Mach mal wieder an. Oh Gott. Ich habe so eine Angst, dass das nicht reicht hier, die Das habe ich schon angeguckt, ne? Ja. Oh Gott. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo er hingerannt ist. War ja nicht noch eine Kerze? Ja. Da. Oh Gott, ich habe nur 9 Streichhölzer. Sehe ich gerade. Mit Schrecken stelle ich das gerade fest. Oh Gott. Wo ist denn der hin? Und wer war das? Okay, ich muss doch mal Licht anmachen hier. Das ist alles nichts. Ach so, hier ist noch... Die Küche, okay. Mach hier mal bitte auch noch an. Oh Gottes Willen, meine Herren, was ist denn los? Ich bin aber jetzt erschreckhaft gerade im Moment. Das passt mir alles gar nicht. Das passt mir alles gar nicht. Wo bin ich? Ach, ich bin hinten. Da ist abgeschlossen. Okay, okay. Ganz ruhig, Phoenix, ganz ruhig, ganz ruhig. Es gibt nichts, was dich beunruhigen müsste. Außer vielleicht das da. Aber hey, wir sind doch in einem Horrorspiel. Was soll denn da schon Schlimmes passieren? Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, mach mal auf hier. An der Tür klopft's. Oh. Jetzt habe ich mir, glaube ich, selber einen Weg verbaut. Hier ist überall Blut. Kann ich das nicht irgendwie beiseite? Mein Gott. Ist doch scheiße hier. Toll. Ganz toll. Finde ich. Hast du super gemacht. Schieb das mal beiseite jetzt. Jetzt bin ich durch. Ja, klar. Klar, mach. Mach, wenn du es... Ah, ich will das gar nicht tun. Der hat's gerade geklopft. Warum klopft es jetzt nicht mehr? Oh Gott, mein Kaffee wird kalt. Mein Kaffee ist kalt, stelle ich gerade fest. Okay, wir folgen einfach den unheimlichen Geräuschen, denn das ist immer die beste Idee, die man haben kann. Es ist immer richtig. Immer richtig. Jetzt nimm doch mal dieses Brett hier weg. Mein Gott. Ist auch nicht so... Uah! What the hell is going on here? Mein Gott, wie es mich jetzt gerissen hat. Ich habe mal ganz schnell meinen kalten Kaffee ausgetrunken. Okay, okay, mach mal das Licht wieder an, bitte. Wo bin ich? Und was tue ich hier? Das, da, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hä? Ich würde es gerne nehmen. Ich würde es gerne nehmen. Ja, bitte. Ich würde das sehr gerne nehmen. Danke. Wie fülle ich denn das eigentlich nach? Füllt sich das automatisch nach? Wo muss ich hin? Und die Funzel wird... Da ist noch mehr. Da sind noch Streichhölzer, die nehmen wir natürlich auch. Das brauchen wir nicht. Ich suche jetzt hier auch nicht alle Notizen. Das sage ich jetzt gleich mal so, wie es ist. Ja? Also, wir machen wir hier Licht. Füllt sich das automatisch nach, wenn ich... Oder geht es dann einfach aus? Da ist Licht. Da sind noch Streichhölzer, die nehmen wir natürlich auch mit. 16 Stück, das ist ganz gut. Das freut mich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay. Es wird sehr dunkel. Füllt sich das bitte automatisch wieder auf? Schau mal auf. Was ist denn hier? So. Was ist das? Ja, nehmen wir, ist okay. Aber, ja, toll. Ja, toll. Ich dachte eigentlich... Wenn wir wenigstens... Ah! Na... Jus. So. Okay. Ich hab gedacht, das macht's automatisch. Was ich sehr gut finden würde. Okay, wir müssen ja zurück. Oh! Ich meinte natürlich, das macht mir gar nichts. Ich weiß gar nicht, wohin wir müssen eigentlich so richtig, muss ich ehrlich gestehen. Bin ein bisschen verwirrt, aber ich nehme alles mit, was steht. Das war ein sehr erwachsener Schrei von mir. Ich glatt ein bisschen über mich selber lachen. Was soll ich jetzt hier machen? Ach, hier geht's weiter. Okay. Auch diese Notiz nützt mir nichts. Aha. Das war nichts. Oben ist nichts. Hä? Jetzt hatte ich kurz Angst vor dem Pferd. Okay, Moment. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil hier auch alles gleich aussieht. Gleich staubig, gleich eklig. Die Kiste hier unten können wir nicht nehmen. Da ist auch nichts. Da ist eine Tür. Die ist abgeschlossen. Da sind wir gerade durchgekrochen, wo das Vieh dann gekommen ist. Möchte ich jetzt zwingend nicht nochmal hin. Ach, I need a lockpick. Ah, ist klar, okay. Haben wir doch. Wir haben doch hier das Ding gefunden. Das hier. Haben wir doch jetzt gefunden. Ja. Nimm. Ach so. Oh. Moment. Ganz kurz. Ich hätte wahrscheinlich erst probieren sollen, ob ich wieder raus kann. Nachdem wir uns das Vieh angegriffen hat, als wir da rein sind, hätte ich wahrscheinlich mich umdrehen müssen und versuchen müssen, rauszugehen. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach losgelatscht. Ja, gut. Machen wir es halt andersrum. Es geht auch. Gut. Ja, ich möchte das schon gern tun. Hä? Was soll ich tun? Ah, okay, ich verstehe. Oh. Okay. Ich doch. Ach komm. Das haben wir. Oh. Okay. Und das hier noch langsamer. Okay. Tür ist auf, sehr schön. Ja, mach die mal auf, bitte. Ich würde gerne nochmal ins Inventar und würde gerne, wie viel Kerosin haben wir denn noch? Nee, das hier, 3-mal haben wir noch. Wir füllen hier noch einmal nach. Was ist denn passiert? Guck mal kurz in dein Tagebuch. Upstairs. Okay. Ist ja schön, wenn er was dazu sagen würde. Das würde ich ganz doll feiern. Wir müssen nochmal ins Tagebuch. My suitcase is open. Ach, ich habe euch gesehen. Okay, nimm den Schlüssel. What? Was? Ich bin sehr froh, dass jetzt keine Rennsequenz kam, weil ich hatte die Hände weggenommen von der Tastatur und von allem, weil ich erschrocken war. Ja. Oh Mann. Das war die Demo zu... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Ganze, wie gesagt, wird nächstes Jahr erscheinen. Das hier war ausschließlich die Demo. Das Spiel wird dann doch nochmal einen ganzen Ticken anders, glaube ich. Also nicht einen ganzen Ticken, aber zumindest ein bisschen anders. Die Demo hat uns aber einen guten Eindruck geliefert, glaube ich, von dem, was wir erwarten können. Zum Glück ist es noch so ein bisschen hell. Ja. Ich brauche ganz dringend einen Kaffee zur Beruhigung. Werde natürlich jetzt noch mein Feedback geben, das ist klar, also völlig logisch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schneide. Vielleicht auf 2, vielleicht auch auf 3 Episoden. Mal gucken. Erstmal vielen Dank. Wie gesagt, ihr findet alle Informationen zu diesem Projekt in der Videobeschreibung. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Das ist, ja, das wäre wieder ein Spiel für mich. Ja, das ist ja ein Traum. Ich bin ja so Horrorspiel erfahren. Mich hebt ja überhaupt nichts an. Es macht unglaublich viel Spaß, Horrorspiele zu spielen, aber es ist halt auch, es ist halt echt nicht meins. Ich habe ein sehr altes Herz, glaube ich. Das verkraftet es nicht so. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dieser Demo haltet. Ich bin relativ viel auch bei Kickstarter unterwegs. Wenn es da hin und wieder Spiele gibt, würde ich die euch dann immer mal wieder zeigen. Ich unterstütze nicht viele, aber die, die ich halbwegs interessant finde, die unterstütze ich schon. Und dieses Spiel hier hat dazu gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.